Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Ich bin fast tot. Zelda, 3-Herz-Challenge, Ocarina of Time, Link ist kurz vorm Sterben. Jeder kleine Fehler bringt mich um. Ja, ich habe die minimale Anzahl an Herzen und jedes noch so kleine Vergehen tötet mich. Und ich würde sagen, aufgrund dieses Anlasses benutze ich mal was, was ich im ganzen Let's Play noch nie benutzt habe. Und zwar Nyrannos Umarmung. Ich benutze jetzt nur zu Testzwecken, weil ich hundertprozentig jetzt sterben würde in diesem Raum. Und wollte ich mal so zeigen. Hier zum Beispiel. Der könnte mich eingefrieren und es würde nichts machen. Ich glaube nämlich, hier ist irgendwo eine Eisfalle oder so drin. Jo. Hier ist eine Eisfalle drin und ich war mir nicht mehr sicher, wo. Und deswegen habe ich das hier eigentlich benutzt. Ja, das Ding von oben hat mich auch getroffen. Das ist mir auch egal. Hier fällt auch wieder ein Ding auf mich runter, der mich allerdings, wie es aussieht, nicht getroffen hat. Und da habe ich ein Herz bekommen und das blöde Piepsen hört auf. So, sehr schön. Das ist schon in Ordnung und schon viel, viel besser und angenehmer. So, dann würde ich sagen... Ja, jetzt mach's... Ach, man kann hier keinen magischen Schlag benutzen, weil, man hat... Wenn man im Nyrannos Umarmung drin ist, kann man keine weitere Magie benutzen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, weil man immer nur eine magische Sache gleichzeitig benutzen kann. So, dann holen wir uns mal so ein bisschen von dem Zeug hier. Blaues Feuer kann rotes Eis schmelzen. Das wissen wir noch aus der Eishöhle. Dann schmelze ich mal das dahin. Oh ja, und meine Nyrannos Umarmung gibt langsam den Geist auf. Aber hat mich vor den ganzen Zacken, die von der Decke kommen, geschützt. Und hat uns quasi vom Game Over Game geschützt. Weil, wie gesagt, diese Frostfalle hätte uns bestimmt ein Viertelherz abgezogen. Okay, wir haben nur 2 Minuten Zeit, um das Rätsel zu lösen. Nein, das wollte ich nicht. Schauen wir mal. So. Und so. Und. Und so. Ja, das geht eigentlich, das Rätsel. Das ist einfach halt das in der Eishöhle. Was ist da drin? Da ist doch eine Fee drin bestimmt. Ja, das habe ich richtig in Erinnerung. Und ich nehme diese Fee dankend an. Hallo Fee, du wirst mich in den nächsten paar Zeiteinheiten bestimmt mal beglücken dürfen. Denn ich werde bestimmt sterben. Eigentlich wollte ich gar nicht sterben. Und jetzt plötzlich rechne ich schon voll damit. Und ich muss auch sagen, ich habe zwischen dem Wüstentempel... danach habe ich eine ziemlich lange Spielpause eingelegt. Eine ziemlich lange Spielpause und deswegen bin ich auch stark außer Übung, muss ich sagen. Aber das macht es eigentlich nur interessanter im Finale. So, dann haben wir den hier. Ah ja. So, komm mal her hier. So. Und dann haben wir den Raum auch geschafft und wir haben die Hälfte der Zeit benötigt. Hier hätten sie als Zeitlimit theoretisch auch einfach nur 1 Minute machen können. Aber wenn man es nicht weiß, wie es geht, dann wäre es halt ein bisschen happig. So, da müsste jetzt Magie drin sein, jawohl. Und was ist auf der anderen Seite drin? Ein Herz! Da ist ein Herz drin gewesen! Herz! Dann hätte ich vielleicht die anderen auch aufmachen sollen. Egal. Wir haben das Wassersiegel auch gebrochen. Oh, und jetzt kommt die heiße hier, die... Oh, da war nur der Kopf. Okay, lustig. Das Wassersiegel ist gebrochen. Beeile dich, Liebster. Ja, ja, ob ich dein Liebster bin, das... Und wieder nur der Kopf, oh mein Gott. Fischkopf. Fischkopf. So, dann haben wir das zweite. Es läuft ja wie am Schnürchen. Ohne Probleme und es ist überhaupt nicht knapp oder so. So, dann weiter mit der Chance hier. Es gibt in diesem Teufelsturm sogar Dekus. Könnten wir nachher auch mal einen Besuch abstatten.
So, wo sind wir denn hier? Ach ja, wir sind in diesem lustigen Raum. So, was brauche ich denn hier alles? So, das Einzige, was wir hier machen können, ist das hier aktivieren. Und einfach rüberrennen und alles ignorieren, was sonst noch da ist. Ja, genau das wollte ich vermeiden. Und ich wollte eigentlich auch gar nicht den Sprungangriff machen. Hoffentlich klaust du mir jetzt nichts. Du hast deine Rüstung verloren. Gib sie wieder her. Lass dir ja nicht einfallen, sie hier da runter zu schmeißen. Ne, passt. Okay, alles klar. Blacky, mach doch nicht so einen Scheiß. So, dann aktivieren wir hier nochmal das Freudenfeuer. Und haben da hinten wahrscheinlich dann nochmal eine Plattform freigeschalten, jawohl. So, dann gehen wir mal da runter. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ah ja, da kommt jetzt so eine Kiste. Und mit dieser Kiste können wir uns mit dem Fanghaken hoffentlich hinhangeln. Weil dieser Weg verschwindet jetzt. Ach, da ist sie. Ich dachte mir jetzt schon, wo ist jetzt die Kiste? Ich muss mich zurück zu der Kiste schwingen können. So. Ja, was könnte hier noch drin sein? Wir haben eigentlich alle Gegenstände im ganzen Spiel und eigentlich brauchen wir nichts mehr. Was könnte es nur unglaublich Mysteriöses sein, was hier ist? Es sind die Titanhandschuhe. Du fühlst noch größere Kraft. In den Armen, du packst schwere Dinge mit A. Yeah, schwere Dinge mit A. Das ist schon immer das, was ich tun wollte. Ach ja, ich muss zu dem Schalter darüber. Und ich sollte ausnahmsweise mal nicht wie ein total gestörter Was, 3-Herz-Challenge? Ist mir voll unbekannt, Typ spielen, sondern wirklich konzentriert über diesen scheiß Weg laufen. Weil wenn ich da einmal runterfall. Oh mein Gott! Ich laufe trotzdem noch wie total. Ey. So, da sind Herzen. Da sind Herzen. Jawohl! Wir sind voll geheilt und die Besten im ganzen Spiel. Natürlich sind wir die Besten im ganzen Spiel. Wir sind die Einzigen im ganzen Spiel. Das ist kein MMORPG. Was laber ich für ein Scheiß? Ich bin so nervös. Ich habe Angst vor Ganondorf. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Ich will doch nur Nickerchen und Picknick und so machen. Zelda und Marlon und der Zora, Fischkopf und... Oh Gott, 2 Herzteile, da war ja was. Und wer steht noch auf uns? Salia und, ja, irgendwie alle weiblichen Charaktere im ganzen Spiel, die wollen mit uns so, verstehst du? Außer Impa. Das Schattensegel ist gebrochen, bitte rette die Prinzessin. Ich weiß die ganzen Synchronstimmen, denen ich ihnen anfangs gegeben habe, nicht mehr, das ist so lange her. Ihr müsst auch wissen, ich bin in der Zwischenzeit sogar umgezogen. Das müsst ihr euch... Ich hab das Let's Play woanders angefangen, als ich es beendet habe. Ja, ist ja auch egal. Der Blacky, der ist umgezogen. Und, Leute, die aktiv meinen Kanal verfolgt haben. Ja, was laber ich? Ich meine, bevor ich den ersten Part hochgeladen habe, bin ich schon umgezogen. Aber egal. Ist ja auch egal. Wir sind jetzt hier. Rotes Siegel. Könnte Feuer sein. Ich wundere sogar, dass Schatten zuerst gekommen ist. Das ist die falsche Reihenfolge. So, und jetzt haben wir hier sowas Witziges, und zwar... Diese Plattform sinkt, wenn wir draufstehen. Ja, das finde ich nicht lustig. Also nehmen wir mal die Gleitschuhe, ob sie dann auch noch sinkt. Nee, mit den Gleitschuhen sinken sie nicht mehr, weil wir viel leichter sind. Aber die sinken trotzdem. Sehr schön. So, dann gehen wir mal weiter. Wir können auch hier so Abkürzungen machen. Hier Speedrun Tactics und so weiter. Na gut, was heißt Speedrun Tactics? Im Speedrun... Oh mein Gott, ich wusste es, dass das passieren wird. Im Speedrun ist man gar nicht an dieser Stelle. Im Speedrun gibt es voll den heftigen Trick, dass man sich irgendwie vom ersten Endboss irgendwie zum nach Ganon portet und... Ach, keine Ahnung. What the... Nein!
Das Herz da wird mir auch gut tun, das werde ich auch nehmen. So, dann können wir da hochgehen und, ja, was hat's mit diesen Steinen auf sich? Tja, wir haben jetzt die Titanhandschuhe, sind voll heftig und können so ein kleines Kieselsteinchen jetzt ohne Probleme hochheben. So, geh mal weg da. Rams! Wie er voll das Drama macht. Es gibt im ganzen Spiel übrigens nur zwei dieser Steine. Einer befindet sich hier und der zweite befindet sich außerhalb hier auf der Karte, außerhalb von Garn und Schloss. Da gibt es so einen Weg, da ist auch noch so ein Stein. Und hinter diesem Stein befindet sich die letzte Fee. Und die letzte Fee ist ziemlich witzig, die bringt uns gar nichts. Die letzte Fee würde theoretisch unseren Herzcontainer, unsere Herzen noch eine Schutzleiste geben. Ja, und das passiert mir jedes Mal übrigens an der Stelle. Ich habe, glaube ich, das noch nie geschafft, an dieser Stelle nicht runterzufallen. Und, deswegen nehme ich das Ding immer als allerletztes. Also diesen Kristall nehme ich immer als allerletztes, weil ich einfach zu blöd bin, weil ich einfach nicht weiß, wie das funktionieren soll. So. So, und jetzt können wir diese scheiß Schuhe wieder ausziehen. Ein Herz, dankeschön. So, das war das Siegel des Feuers, das war das Wald, Wasser, Schatten, das war das vierte Siegel, also haben wir noch zwei Siegel vor uns. Zwei Siegel haben wir noch vor uns, das Siegel des Feuers ist gebrochen, beeil dich, Bruder. Bruder. Bro, auf geht's, Bro. Tschum. Was bleibt denn jetzt noch für ein Siegel? Geister und Wüste. Ne, Geister haben wir. Warte, was? Wald haben wir. Wald, dann haben wir Feuer, haben wir Wasser, haben wir. Was? Oh, es gibt drei von diesen Steinen. Ha, seht ihr meine Halbwahrheiten. Das ist immer schrecklich, Blacky. Du laberst einfach so viel Scheiße in dem Spiel. Das ist nicht so gut. Geister, und was ist hier? Licht. Siegel des Lichts. Ah, kein Tempel. Deswegen habe ich es vergessen. Oh, ich habe mich schief hingestellt und der Pakt ist auch schief. Und jetzt mache ich die Barriere einfach kaputt. So, Trunks. Und ja, sie ist, wie es aussieht, absolut unzerstörbar. Selbst eine Atombombe könnte da nicht durch. Geschweige denn ein kleines Kieselsteinchen wie der. Ja. Du bist dort. Du bist dort. Oh mein Gott, Herzen. Ah, da ist keiner drauf. Da ist keiner drauf. Da ist einer drauf. Ah ja. Also, wir könnten theoretisch alle Kisten öffnen. Ich habe aber keine Lust, alle Kisten zu öffnen, weil die Hälfte voll mit Fallen ist und die andere Hälfte ist voll mit Tod. Und der Rest, der dann übrig bleibt von den zwei Hälften, ist dann vollgespickt mit Gedärmen und Blut und bla 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 bla. Also, einfach nur Monster töten und dann die Ding öffnen. So, gut, hier haben wir ein ganz schweres Rätsel. Was könnte es damit auf sich haben, wenn wir ein Triforce-Symbol haben? Was? Was könnte es damit auf sich haben, wenn wir ein Triforce-Symbol am Boden haben? Spielen wir mal das Zelda-Wiegelied. Und siehe da, Zelda-Wiegelied funktioniert. Wir bekommen eine Kiste. Yep. So. Sehr schön. Ja, beim Siegel des Lichts meinten sie, sie müssen ja voll tricky sein. Ah, ich hasse diesen Raum. Ich mag diesen Raum nicht, der ist scheiße. So, dann schauen wir mal. Warum sind diese scheiß Töpfe hier auf einer Höhe, die ich nicht mag? So. Ich möchte nicht getroffen werden. Normalerweise würde ich viel so unvorsichtiger davor gehen, aber wir machen hier sowas wie...
Nein, er trifft mich. Oh. Jetzt rennen sie gegeneinander. Und das ist das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Denn gegeneinander laufende Felsen sind irgendwie ein bisschen schlechter zu koordinieren, als die zwei, die in dieselbe Richtung laufen. Oh nein, es ist weg, das Siegel des Lichts. Ganondorf hat es gestohlen, damit ich das Spiel nicht durchspielen kann. Ach so, das war nur eine unsichtbare Mauer. Oh, ich bin so cool, ich wusste das voll. Ich habe mich voll verarscht, ich habe mich voll in den Irrgraben gelassen, dass wir das Spiel jetzt nie wieder durchspielen können. Nie wieder. Nie. Nein. Solange hier kein so ein Bug vorkommt wie in dem Brunnen, ist alles cool. Alles ist in Ordnung. Ja, Raruderweise. Das Lichtsiegel ist gebrochen. Schnell jetzt. Ja, ja, Raruder-Pedobär. Schupp. Dann war das das vorletzte Siegel. Jojo. Da wird es kleiner. So, dann kommen wir zum letzten Siegel. Und zwar das Geisterdingens hier. Habt ihr gemerkt, je weiter wir kommen mit den Siegeln, desto einfacher ist es irgendwie. Zumindest desto einfacher fällt es mir. Arschlochräume. Ich liebe Arschlochräume. Sie sind so Arschloch. Ach ja, wir müssen da durch, ne? So, da haben wir den hier. Ja, perfekt. Aber ich... Nein! Wow, die ziehen ein ganzes Herz ab. Von denen möchte ich mich nicht treffen lassen. Bitte, danke. Haha, voll versteckt hinter dir. So, dann... Nein, ich dachte schon, ich kann mir da voll durchcheaten, aber na egal. So, dann nächster Raum. Ich möchte diesen Raum nie wieder betreten. Das macht die zweite da. Hilf deinem Freund gefälligst. So, in diesem Raum können wir hier das Ding aktivieren, indem wir einfach durchschlagen. Das bringt uns allerdings herzlich wenig. Denn... Es gibt uns wahrscheinlich nur ein paar Krabbelminen. Und diese Krabbelminen bringen uns dann auf die eigentliche Lösung. So, 50. Jetzt hätten wir sogar 20 Krabbelminen. Wow. So. Ist die perfekt? Es reicht. Perfekt ist was anderes. Aber hey, die Tür ist offen, ne? Eine Krabbelmine nur verbraucht. Sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. So, dann... dann haben wir da oben an der Decke Spinnenweben. Die Spinnenweben können wir verbrennen. Mit Feuer. Und dann können wir... raten, was das Richtige ist. Ah, die verpissen sich wieder. Das ist nett. Ah, das war die richtige. Sehr schön. Ich dachte, ich muss auf 5000 Händen ausweichen. Aber das hat sich wohl erledigt. So, und dann haben wir hier das letzte Siegel. So, dann haben wir ein bisschen Mana. Vielleicht noch ein Herz? Nee. Ja, klar. Nehmen wir einfach ein paar Dekonüsse. Das ist ja fast das Gleiche. Die brauche ich ja auch so dringend. Außerdem habe ich schon Maximum am Dick. Ja, jetzt verfehle ich auch noch, natürlich. So, dann hätten wir alle Siegel erledigt. Das Geistersiegel ist gebrochen. Streng dich an, Kleiner. Jojo, jojo, alles klar, mache ich. Jum. Und da sind wir. So, der Teufelsturm hat jetzt keine Kraft mehr. Gib deine Barriere frei und lass mich hinein. In dein Allerunheiligstes. Ha, 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 ha.
Das sind wir. Freigeschalten, Teufelsturm. Ja, Link, es ist nämlich genau das, was du willst. Du willst nämlich genau immer dahin, wo alles immer schlechter und böser und gefährlicher wird. Naja, Leute, das soll es auf jeden Fall von diesem Part gewesen sein. Beim nächsten Part begeben wir uns dann hier rein, in den Teufelsturm. Zu unserer letzten Herausforderung. Bowser! Nein, ich meine Ganondorf. Aber diese Fratze sieht irgendwie ein bisschen nach Bowser aus. Ach ja, Marlon hat auch eine Bowser-Brosche, ne? Da war ja was. Na gut, das war's von diesem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky.